Also es kam hier zu einem Auffahrunfall zwischen einem Begleitfahrzeug von einem Schwertransport und einem LKW. Das Begleitfahrzeug hatte hier eine Auflage, wodurch die Geschwindigkeit auf etwa 20 km/h war, und dieser LKW hat das nach bisherigem Kenntnisstand übersehen und ist dem Begleitfahrzeug dann aufgefahren. Der Schwertransport hatte als Auflage, dass er den Standstreifen befahren muss und wohl auch, wie gesagt, mit diesen 20 km/h. Durch diesen Anstoß hat sich das Begleitfahrzeug gedreht und hat sich in der Folge dann auch überschlagen. Es war eine Person in dem Fahrzeug, in dem Verunfallten, und die Verletzungen sind schwer momentan, aber die Person war trotzdem ansprechbar und orientiert. Also es hatte eine Kopfverletzung gegeben. Es war eine kurzzeitige Sperrung da, ja, aufgrund von Fahrzeugteilen, aber die war dann eigentlich relativ schnell wieder aufgehoben, und die Trümmerteile waren halt dann auch mehr oder weniger nur um dieses verunfallte Fahrzeug umherum.